Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automatschief hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, es ist eine ganze Weile her, dass ich die letzte Folge davon hochgebracht habe, aber ich wollte hier trotzdem jetzt mal weitermachen. Und in Slot 12 Uhr nutze ich jetzt einfach mal dafür, dass immer mal wieder irgendein Video kommt von irgendeinem Spiel, was ich immer mal machen wollte. Und wir sind heute damit beschäftigt, wir wollen Essen auf Rädern erzeugen. 20 Bestellungen müssen erfüllt, für einen Stromverbrauch muss unter 6000 Wattstunden liegen. Und weniger als 150 Zutaten sollen wir nutzen. Nutztaten sollen wir zuten, wollte ich erst gerade sagen. Na egal. Dann haben wir halt Nutztaten. Das Budget beträgt 270 Kilo und wir sollten herzustellende Rezepte, das weiß ich nicht, was es ist. Das könnte ein Burger sein mit irgendwas und das könnte irgendein Salat mit irgendwas sein. Wir werden es gleich sehen. Heute erreichen wir einen neuen Meilenstein. Nein, nicht die Kontrolleure. Was? Kontrolle über die nördliche Himmelssphäre? Hemisphäre? Gottes Willen. Das kommt erst später. Der Meilenstein ist unser erstes Drive-In-Restaurant. Oh. Hier gibt es zwei Durchreichen. Die rechte gehört zum Drive-In. Im Gegensatz zu den anderen Bestellungen müssen Drive-In-Bestellungen in der richtigen Reihenfolge geliefert werden. Was an der Spitze der Liste steht, muss zuerst geliefert werden. Oha. Dieser Bestellungsleser erweitert steht dir jetzt zur Verfügung. Er kann so konfiguriert werden, dass er in Aktion tritt, wenn eine Bestellung die Spitze der Bestellungsliste erreicht hat. Perfekt für den Drive-In-Restaurant. Aha. Ein gewöhnlicher Bestellungsleser könnte das Gericht sofort herstellen, wenn die Bestellung eingeht. Und es in einem Aufbewahrungsbehälter legen. Mhm. Dann, wenn die Bestellung an der Spitze der Bestellungsliste erreichen, kannst du die Bestellungsleser erweitert nutzen, um sie aufzunehmen und zu liefern. Alles klar. Was? Was? Okay. Also wir haben zwei Gerichte, das heißt, wir machen hier zwei Vorratsbehälter. Ja. Ein da, ein da. Und brauchen dann zwei Bestellungsleser erweitert. Die ans Drive-In-Restaurant, Düsenmenü-Zeitalter. Achso, jetzt muss ich natürlich da zwei Roboterarme simpel dran bauen. So, Moment. Einmal aus, wenn die Bestellung die Spitze der Liste erreicht hat. Rechtslastig. Irgendwann drücke ich die richtige Taste. Verspreche ich es euch. Welchen den jetzt dahin? Das ist natürlich auch doof. Dass der hat jetzt. Warte mal. Ich bin dann, kann ich sie nicht stellen. Okay. Drive-In, nicht Restaurant, Helikoptermenü, neu anschließende Komponente. Diese hier. Einmal tun, wenn Bestellung Spezielles erreicht hat. Okay, gut. Das haben wir hier jetzt schon mal so organisiert. Das heißt, hier muss dann das eine Menü rein, da muss das andere Menü rein. Und dann müssen wir natürlich auch noch wieder die Entscheidungsfreudigkeit haben, wo das Gericht hingehört. Ne? Das müssen wir ja auch noch wieder bauen. Weil es kann ja von hier bestellt worden sein oder von hier bestellt worden sein, das wissen wir ja nicht. Ja gut, da brauchen wir natürlich auch noch wieder ein paar Weichen, aber da brauchen wir ja bloß zwei, also nicht Weichen, sondern da brauchen wir dann auch wieder Vorratsbehälter, wo das drinnen liegt und die das dann, oder beziehungsweise wo das anfährt und dann der Arm das in dem Moment dorthin legt, wo es hingehört. Warte mal. Machen wir mal ganz anders. Ah, wir müssen es irgendwie auf die gleiche Stelle legen.
So. Ja. Und dann müssen wir jetzt, wenn eine Bestellung von da einfach kommt, müssen wir hier aus dem das... Warte mal, wir werden das mal noch ein bisschen nach hinten ziehen, das Schauspiel. Können wir da eine Brücke schon dazwischen bauen? Die Brücke ist so lang, okay. So, wir haben schon Platz, den wir jetzt hier vergakeln. So, kann ich das mal ganz kurz... Halt! Na, gib's mir! So. Gib mir das doch mal her. Fließbandbrücke. So, du musst das ja auch auf die Brücke legen können, ne? Den Gegenstand. So, gut. Dann haben wir nämlich das hier. Den Fließbandbrücke haben. Und dann können wir nämlich jetzt so sagen... Ah, das ist dann hier auf der Talabitzern. Wo brauche ich die Fließbandbrücke da? Jetzt verhudel ich mich hier schon mit dem Ausgang. Ich möchte gerne auch aus diesen heraus quasi die Gerichte für den hier legen. So. Das heißt, wir werden jetzt mal den Kameraden da hinstellen, den Kameraden mal da hinstellen. Und haben hier einen Förderband. Hier einen Förderband. Was hier unten durchläuft. So, und da gibt es dann Roboterarm simpel. Na gut, okay. Bisschen daneben gestellt. Rechtslastig. So. Und die kriegen dann den einfachen Bestellungsleser dabei gestellt. Das normale Restaurant, Düsenzeitalter-Menü, neue Anschlusskomponente. Diese hier. Aktion bei neuer Bestellung eine Sekunde einschalten. Einmal ausführen. Helikoptermenü. Ah, warte mal. Muss ich mal gucken hier. Helikoptermenü. Okay, dann ist das hier Helikoptermenü. Restaurant. Einmal ausführen, wenn Bestellung anliegt. Okay, so, also nimmt der das da raus. Führt die das aus und dann geht die Bestellung dahin und hier, das ist scheißegal, wie die Bestellung ankommt, hier ist es nicht scheißegal. Gut, dann haben wir das schon mal. Ich weiß nur noch nicht, ob sie jetzt Items da drauflegen können, aber das werden wir ja dann gleich sehen. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, was wir überhaupt für Bestellungen haben. Helikoptermenü. Eieiei. Kartoffelspalten, frittierte Kartoffelspalten, Pommes. Also da einmal Pommes drin und dann haben wir hier noch einen ganz interessanten Burger, der zum Texas Burger wird. Okay. Gut, dann machen wir erstmal die Pommes fertig und das ganze Helikoptermenü wird dann wahrscheinlich in einem Verpackungsassistenten, Verpackungsmaschine hier bereitgestellt. So, Helikoptermenü, okay, so, das kommt da raus. Warte mal. Das muss denn da aber drüben hin, so. Vielleicht müssen wir das Ganze noch in die Mitte setzen, damit wir hier genügend Platz für die andere Produktion haben. Hier im Helikoptermenü haben wir ja eine ordentliche Produktionskette hier. Obwohl, warte mal, das könnten wir ja so machen, dass die Produktionskette im Helikoptermenü hier in dem Bereich stattfindet und der Rest, der wird dann hier irgendwie stattfinden und dann da ankommen. Die Musik, die finde ich schon wieder gut hier. Das ist eine schöne Fahrstuhlmusik. Da gehe ich schon wieder, das ist schon wieder toll. So, Roboterarm simpel. Dahin. Und dann sollst du das Ganze natürlich etwas linkslastig machen. So, du legst das da rein. So, hier wird quasi das Helikoptermenü hergestellt. Dann machen wir einmal Pommes. Pommes ist ja ganz einfach. Da braucht man einen Spender, der Pommes spendet. Also der eine Kartoffel spendet.
Musik einfach, ne? So, Pommes spendet, dann braucht man einen... Wo ist er hier? Der Zerkleinerer? Zutaten Zerkleinerer? Da. Ne. Da. Den brauchen wir. Dann brauchen wir eine Frichtigtöse. Ah, los. Dann brauchen wir eine Frichtigtöse und Fridomort. So. Und von dem Fridomort wird es dann in einen Verpackungsassistenten reingelegt. Eine Verpackungsmaschine, die das dann abliefert. So, dann sieht das jetzt erstmal so aus. Das natürlich jetzt den Fridomort hier rüberziehen. Das dahin ziehen. So. 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 Dann brauchen wir einen Roboter am Simpel. Dort. Und einen Roboter am Smart. Dort. Hier sagen wir, machen wir Pommes. Und das ganze Fließband endet dann hier drin. So. Du gibst mir eine Kartoffel. Wo ist er? Da, Kartoffel. Okay. Du packst das dann da rein. Natürlich ziemlich linkslastig, ne? Jo. Und du nimmst raus, alle Lebensmittel rausnehmen, aber bitte schön die frittierten Kartoffelspalten. Okay. So, das sollte einmal Pommes werden hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was brauchen wir noch? Helikoptermenü. Wir brauchen jetzt noch den Texas Burger. So, da brauchen wir ein Patty, einen Käse, eine Tomate, einen Salat. Tomate und Käse müssen zerschnibbelt werden. Das Ganze wird zu einem Texas Burger zusammengerührt, wo noch ein Brötchen dazu kommt. Mit Barbecue-Soße 40 ml und Chili-Soße. Aha, da müssen wir auch noch die Soßen mixen. Brauchen wir also einen erweiterten Zusammensetzer erstmal. So. Da muss alles ran. Hier muss nämlich hergestellt werden der Texas Burger. Texas Burger, fertige Gerichte nach links, kannst du machen, von mir aus. So, Rohranschluss müssen wir gleich noch gucken. Wo war denn dieses Rohr gelötet? Da war noch ein Mixer, muss da irgendwo dabei sein. Flüssigkeiten-Mixer, den brauchen wir. Wo machen wir den Mixer denn hin? Können wir die Flüssigkeiten hier oben bunkern? Den Mixer denn hier hin machen? Der Mixer braucht eine Pumpe, ne? Pumpe. Vorratstank. Pumpe. So, gut. Du musst mir mixen. Herzustellendes Rezept. Scharfe Barbecue-Soße. Betriebsmodus normal. Neuer Rohranschluss. Dahin. So. Neuer Rohranschluss. Dahin. Neuer Rohranschluss. Dahin. So, war das jetzt der Eingang oder das Ausgang? Warte mal. Da könnte jetzt kritische Sachen dran passieren. Das jetzt hier, warte mal, die Pumpe, die muss. So. Dann müssen wir mal hier noch einen neuen Rohranschluss. Pumpe, Anfangsladung von minus 50%. Und dann machen wir hier Barbecue-Soße rein. Und hier machen wir die Chili-Soße rein. Okay. Okay, so die Pumpe kriegt eine Einstellung. 10 ml. Sekunden zwischen den Pumpvorgängen von mir aus einer. Rohrvorratstank, Mixer. Okay. So, du machst 40 ml. Zu pumpende Flüssigkeit. So. Okay. So, du musst dann hier zu pumpende Flüssigkeit 50 ml müssen dabei rumkommen. Und pumpst das dahin. Okay. Ja, mal gucken, ob das so funktioniert.
So, also. Okay, hier ist rein, da ist raus. Okay. So, Chili-Soße ist da drin. Da ist das drin. Chili-Soße könnten wir ja jetzt. 10% nehmen wir hier 40. So. Dann haben wir 500 ml Chili-Soße, ist reicht für 50. 50 Pumpvorgängen, also 50 Burger in diesem Zeitalter. Na gut. Okay, also hier soll dann der Texas Burger dann entstehen. Da müssen wir bei den Pumpen müssen wir natürlich wieder aufpassen, wie wir das machen. Naja, gut. Okay, so, dann brauchen wir. Was brauchen wir denn noch hier Schönes? Texas Burger. Ich muss nochmal das Menü mir angucken. Wir brauchen. Nee. Ich glaube da. Wir brauchen ein gegrilltes Patty, eine Käsescheibe, eine Tomatenscheibe, ein Salatblatt und ein Burgerbrötchen. Okay. Wir brauchen einen Spender für einen Patty. Der Patty muss gegrillt werden. Auf den Elektrogrill. Warte mal, machen wir da oben. So. Dann kommt hier nämlich ein Förderband dran vorbei. So. Da haben wir den Patty. Dann brauchen wir hier noch ein Förderband zum Belager, zur Einlegung. Was? So. Und zwar brauchen wir jetzt nämlich noch einen Zutatenzerteiler. Wo ist er wieder? Ne. Zerleger, genau. So, und da brauchen wir. Zwei Spender. So, und hier brauchen wir auch noch mal. Oh. Zwei Spender. So, und dann brauchen wir ein bisschen Förderband. So. Du gibst mir bitte einen rohen Patty. Danke. Okay. Du gibst mir ein Stück Käse, das zu einer Scheibe zerarbeitet werden muss. Und du gibst mir eine Tomate. Eine Tomate. So. Du gibst mir ein Burgerbrötchen. Und du gibst mir ein Salatblatt. So, dann brauchen wir hier noch ein paar Roboterarme, simpel. Hier auch noch einen und dann brauchen wir noch einen smarten. Der hier nicht alles nimmt, sondern hauptsächlich einmal das gegrillte Patty. So. Gut, der pumpt den natürlich dann erstmal voll hier noch, ne? Das müssen wir natürlich dann sagen, dass das nur einmal eingeschaltet wird. Nur eine Aktion pro Bestellung. Das werden wir dann auch mal. Warte mal, das können wir hier gleich mit anschließen, oder? Helikoptermenü, Roboterarm simpel. Achso, das kommt jetzt hier. Naja, gut, nee, das muss ja von beiden kommen. Okay, also brauchen wir Bestellungsleser. Einen hier. Einen hier. Und einen für die Pommes. So. Du bist hier für die Pommes zuständig, Restaurant, Drive-In, ein Helikoptermenü, anschließende Komponente, Kartoffeln, Verschnibbler, Fritteuse und das war's. Kartoffeln, einmal bei Bestellung, Aktion einmal auswählen bei Bestellung, ein wenn Bestellung aussteht, ein wenn Bestellung aussteht. Okay, dann müssten jetzt hier die Pommes kommen, ne? Warte mal. Wir können noch den anschließen hier und sagen den auch ein, wenn Bestellung aussteht. Okay. Ach, hier muss ich auch noch einen Dings brauche ich noch. Roboterarm simpel. So. Gut. Dann muss der hier jetzt das für die Flüssigkeiten machen beim Helikoptermenü. Anschließende Komponenten. Diese Pumpe. Diese Pumpe. Diesen Mixer. Und diese
Pumpe. So, du bist bei neuer Bestellung für eine Sekunde einschalten. Bei neuer Sekunde eine Bestellung anhalten. Bei neuer Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Und der ist ein, solange die Bestellung ansteht. Das ist die Frage, ob das jetzt denn zeitlich denn hinpasst. Aber okay, das kriegen wir raus. So. Gut. Und dann brauchen wir jetzt für ihn hier noch. Den Namen von beiden. Düsen, Helikopter. Nee. Helikoptermenü nur. Da kriegst du den. Dann kriegst du den. Dann kriegst du den. Dann kriegst du den Spender. Und du machst das genau einmal, wenn eine Bestellung aussteht. Oder wenn eine Bestellung durchgeführt werden soll. So, dann kriegen wir jedes Grundprodukt einmal. Ach ja, den Tomate haben wir noch nicht mit drin. Wir brauchen noch Bestellungsleser. Na? Du musst mal ganz kurz hier noch die Tomate bedienen. Dann musst du diesen Grill bedienen. Und dann musst du das Ding hier bedienen und dann kannst du das Ding hier bedienen. So, Tomate bitteschön einmal. Der Elektrogrill, nur wenn eine Bestellung aussteht, der Zusammensetzer erweitert, wenn eine Bestellung aussteht und die Verpackungsbandierte auch nur an sein, wenn eine Bestellung ansteht. So, und dann müsste jetzt theoretisch der Bestellungsleser nicht wissen, was er tun soll. So. Gut. Jetzt sollte sich eigentlich, wenn wir eine Bestellung von einem Helikoptermenü simulieren, das Helikoptermenü funktionieren. Enemine Miste ist rappelt der Kiste. So, jetzt geht's los. Also, hier ist auf jeden Fall Zutaten wartend. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob jetzt hier schon, ob da jetzt hier was gepumpt wurde oder nicht. Oder ob der Mixer hier was gemixt hat. Warte mal, Burgerbrötchen. Haben wir da irgendwas drin? Außer Burgerbrötchen? Zeig mir nicht das so Burgerbrötchen an. So. Auf Zutaten wartend. Ich glaube, das mit den Soßen hat nicht hingehauen. Da ist auf jeden Fall scharfe Soße drin. Okay, stoppen. Dann müssen wir jetzt mal hier in den Bestellungsleser sagen, okay, ein, wenn eine Bestellung aussteht, dann macht er die Soße. Der ist dann mal 5 Sekunden an. Gucken, ob es dann klappt. Warte mal. Dafür Barbecue-Soße. Flüssigkeitsmixer. Okay, jetzt die Pumpe. Ich will die Pumpe hier haben. Bin nicht wach. Also ich könnte mich hier an. Könnte mich hier ankotzen, dass ich das hier nicht so drehen kann, wie es will. Typsmodus normal, Fredomat. Pumpe da drin haben. Pumpe. 50. Gut, dann nochmal, würde ich sagen. Eine Bestellung im Helikoptermenü. Eieieiei, schwierige Sache das. So. Also, das Burgerbrötchen kommt an. Die Kartoffelspalten werden hier gemacht. Die scharfe Soße ist da. So, hier werden jetzt die Kartoffelspalten gleich verpackt zu Pommes. Hier wird jetzt ein Texas Burger zusammengesetzt. Da kommen die Pommes angefahren, gehen hier feinsäuberlich rüber, warten hier natürlich darauf, dass noch der Texas Burger kommt. Die werden verpackt. Dann macht der Roboter das da rein und dann nimmt der Roboter einmal die Bestellung raus und transportiert sie fließbandtechnisch wunderbar dahin, wo sie hingehört. Und zeitlich sind wir aber hart an der Grenze. Gut, wir sind zeitlich hart an der Grenze. Aber es funktioniert. Gut, okay. Also, das erste Gericht funktioniert schon mal.
Und das könnte klappen. Also wir sind natürlich finanziell schon ganz schön weit nach hinten und beim Stromverbrauch, da will ich gar nicht erst drauf achten, da müssen wir noch gucken. Aber es soll nur 20 Bestellungen erfüllt werden. Wir müssen das Düsenzeitalter-Menü jetzt noch erstellen. Da haben wir hier ein interessantes Salätchen mit Croutons sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pilzen, Möhrchenscheiben, kleingeschnittener Salat. Okay, ein Salatblatt, also das schneiden, das schneiden, das schneiden. Brot muss auch geschnitten werden und 100 ml Salatdressing. Muss zu einem großen Salat gemacht werden und hier müssen wir das mit dem ganzen Huhngelöt machen, mit den Schafen, da brauchen wir noch Chili-Soße dafür wieder. War ja na klar, dass das wieder kommt. Und dann haben wir ein Düsenzeitalter-Menü. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ist recht kompakt gebaut, finde ich. Wird sicherlich auch der Grund sein für den einen oder anderen Fehler, den wir jetzt hier drin sehen werden beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.